Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Hallo da draußen. Ist das nicht schön hier? Wir sitzen am See in Echternach. Ja, ganz genau. Und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir nach Echternach fahren im letzten Video. Und jetzt sind wir hier. Das Wetter ist super schön gerade. Und ja, warum wir uns Echternach als nächsten Lieblingsspot ausgesucht haben, das weißt du bestimmt. Ja, ich habe gehört, Echternach wäre die älteste Stadt Luxemburgs. Das ist richtig. Und ja, es gibt einen wunderschönen See. Leider kann man nicht darin baden, aber man kann Tretboot fahren und einfach nur hier ein bisschen schön entlang spazieren. Das macht auch Spaß. Ein bisschen. Der See ist verdammt groß. Ja. Ein bisschen Zeit sollte man sich schon nehmen, wenn man die Runde drehen möchte. Es gibt auch hier an verschiedenen Stellen so Cafés oder wie hier die Jugendherberge. Da kriegt man dann auch Verpflegung. Alles super. Ja, und natürlich darf man sich den Ortskern auch nicht entgehen lassen, weil Echternach ist, wie gesagt, eine sehr alte Stadt. Es gibt eine schöne Basilika und ja, einen historischen Stadtkern. Und Tascha fragt mich, ob ich Informationen hätte. Jetzt sind sie raus. Cool, ne? Wir waren gerade einkaufen und für uns geht es jetzt noch ein bisschen um den See und dann fahren wir auch zum Campingplatz. Ja, und irgendwie ist zu viel Wind, aber die Sonne scheint. My eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Wir haben eingecheckt. Wir sind auf dem Camping du Barrage in Rossbach. Ja, wir sind direkt am Fluss gelegen. Sehr schön ist es hier. Und, das ja. Haben wir uns sogar was kosten lassen. Das kostet ein Extra von 4 Euro da am Tag. Aber das ist es uns wert. Das musste jetzt einfach sein. Ja, von hier aus gibt es nach Echternach einen Radweg. Der ist um die 7 Kilometer lang. Und ja, also er liegt eigentlich sehr gut hier in Rossbach, weil man kann sowohl nach Echternach fahren, wie auch die Mosel entdecken. Und genau das werden wir die nächsten Tage tun. Top. Mir gefällt's hier. Aber leider haben wir unser Fahrrad nicht dabei. Das würde ich mir jetzt wünschen. Also das wäre jetzt cool, weil da vorne, da läuft der Radweg vorbei und der geht dann sofort bis nach Echternach. Und die andere Seite geht der Radweg wahrscheinlich bis unten ans Dreiländereck in Schengen. Das wäre doch auch cool. Was kochen wir heute? Ich weiß es schon, hier noch nicht. Es gibt Burger. Thank you.
Ja, wie wir schon erwähnt haben, ist Eschernach die älteste Stadt Luxemburgs und natürlich auch der Touristenmagnet. Also hier ist auch so ein Punkt, wo sich Touristen treffen. Ja, und das Ganze hier um uns herum, im Hintergrund übrigens die Basilika. Dort liegt der heilige Willibrord begraben, falls das jemanden interessiert. Und es gibt hier so viel Geschichte in diesem ganzen Umfeld hier, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt alles erzählen. Deshalb gibt es hier gleich nebenan auch ein Museum, was die ganze Geschichte der Abtei Eschernach erklärt. Einen schönen guten Morgen. Boah, Leute, was war denn gestern los? 5 Minuten nachdem wir auf dem Campingplatz gelandet sind, hat es angefangen mit Regnen und ich hatte gar keinen Bock mehr, die Kamera auszupacken. Und deshalb melde ich mich einfach heute Morgen wieder. Wir haben den Backofen schon angeschmissen, besser gesagt Tascha. Es gibt Schokobrötchen. Das Rezept verrate ich euch. Man geht in den Supermarkt, kauft sich eine Packung Schokobrötchen zum Aufbacken. So sehen die aus. Schmeißt die in den Omnia. Und dann hat man Schokobrötchen. Geil, ne? Also sieht gar nicht mal so übel aus. Was der Tag so bringt, das erzählt Tascha euch dann jetzt. Ah, ja, okay. Also wir wollen heute ein bisschen die Mosel erkunden. Wir hoffen noch, dass die Sonne sich ein bisschen zeigt, dann wäre es auch noch schöner als jetzt. Aber immerhin ist es trocken. Also, wir werden sehen. Eigentlich sehen die ja ganz lecker aus. Sie riechen auch fantastisch, aber die müssen wir jetzt mal von diesem Gitter abbekommen. Also an alle Omnia-Spezialisten, vielleicht hätten wir doch die Silikonform nehmen sollen, oder? Aber eigentlich finde ich die so ganz cool. Ich mache die nächstes Mal nochmal. Genauso mit dem Gitter. Und wir sind in der Moselmetropole angekommen. Ja, in Grevenmacher. Unser erster Stopf auf unserer... Stopf? Stopf. Stopp auf unserer Moseltour. Ja, und die Marie Astrid, das bekannteste Schiff Luxemburgs, das habt ihr jetzt schon gesehen auf unseren Aufnahmen. Und wir sind mal ein bisschen auf Entdeckungstour, was es alles hier zu besichtigen gibt. Ja, komm mit.
So, wir sind auf dem nächsten Punkt angekommen unserer Moseltour. Rämisch. Rämisch. Tada! Wir sind da. Da hinten gibt's Sekt. Nein. Ich glaube, das darf man so nicht bezeichnen. Das nennt man hier in Luxemburg Crémant und ist ein Schaumwein. Also ich glaube, wenn wir Sekt sagen, kriegen wir hier Ärger, so als Luxemburger. Also, was gibt's hier in Rämisch? Also es gibt Wein, Crémant. Es gibt viele nette Cafés, Restaurants, wo man hier auch leckeren Fisch essen kann. Rämisch ist die Perle der Mosel, glaube ich, wird es bezeichnet und ist auch ein bisschen touristisch. Also hier kommen die Touristen immer sehr gerne hin. Was macht man hier? Spazieren. Eine Bootsfahrt. Eis essen, Wein trinken. Oder einen Apfel. Komm, wir zeigen es einfach. Wir zeigen euch einfach, was es hier gibt. So, das war ja mal eine interessante Runde, die man hier in Rämisch drehen kann. Man kriegt vom Tourismus-Info da hinten aus, kann man eine Runde gehen, wo man anhand... Infotafeln. 15 Infotafeln, ne? Ja, 15 Infotafeln stehen durch ganz Rämisch verteilt. Kann man sich anschauen. Und es geht hauptsächlich um das Thema Überschwemmung, weil Rämisch war halt sehr oft von ganz schlimmen Überschwemmungen betroffen. Ja, richtig interessant. 1947 war die krasseste Überschwemmung hier. Sieht man auch auf Fotos, auf den Bildern, was richtig interessant ist, wenn man die Gebäude im Umkreis erkennt, wo das Wasser stand oder wie hoch das Wasser stand. Mhm. Wahnsinn. Ja, ist auch teilweise sogar an den Hausfassaden noch markiert mit dem Jahrgang, also wann welche Überschwemmung halt, wie hoch das Wasser halt kam. Ja, übrigens, hier in Rämisch gibt es aber auch noch eine Info für euch. Da hinten gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Ja, ein offizieller Wohnmobilstellplatz, kostenpflichtig. Aber ich weiß nicht genau, wie viele Plätze. Man kann einfach mit einem Automaten einchecken und dann auch gleich hier in Rämisch stehen und vielleicht abends noch nett essen gehen. Ganz genau. Also das, hoffe ich, bringt euch weiter, wenn ihr mal hierher kommt. Wir machen uns weiter Richtung Schengen. Es sind noch 10 Kilometer. So, wir sind für heute an unserem letzten Punkt angekommen, an der Berliner Mauer. Ja, und das ist kein Scherz, weil die steht tatsächlich, oder zwei Mauerstücke der Original Berliner Mauer stehen hier in Schengen, was ja auch ein sehr wichtiger Ort für Luxemburg und für ganz Europa eigentlich ist. Ganz genau, hier dreht sich alles um Grenzen. Ja, oder besser gesagt ein grenzenloses Europa, weil hier wurde am 14. Juni 1985 auf der MS Marie Astrid, also diesem superschönen Schiff, was ihr heute schon gesehen habt, der erste Vertrag vom Schengener Abkommen unterzeichnet für ein grenzenloses Europa. Und für Insider, am 14. Juni passieren immer gute Sachen.
würde ja sagen, bring einen Teller rüber und du kriegst ein Stück. Aber du hast schon gespült. Einen schönen guten Morgen vom Frühstückstisch. Ja, leider der letzte Morgen hier in Rossbach, weil es herrscht wieder Aufbruchstimmung und unsere Reise geht weiter. Ja, ganz genau. Also ich hoffe, euch hat Eschternach und die Moselregion Luxemburgs ein bisschen gefallen. Für uns geht es jetzt weiter nach... Wir fahren ins Land der Roten Erde. Das klingt spannend. Also wir wechseln nochmal den Campingplatz und wir fahren jetzt mal einkaufen und Wasser tanken und Wasser entleeren. Marco und muss Pipi. Ganz genau. Und dann melden wir uns im nächsten Video. Ja, also kommentiert fleißig, wenn ihr Fragen habt zu den Regionen, zu Luxemburg, zu unserer Reise, zum Campingplatz, zum Stellplatz in Remich oder. Also meldet euch. Und ihr wisst, wie es funktioniert. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video im Land der Roten Erde. Tschüss! You wouldn't take what's not yours, if you know who I am.